Und einmal mehr herzlich willkommen zurück auf der Black Sage Ranch, um herauszufinden bzw. um weitere Nachforschungen anzustellen, was hier genau passiert ist, wie das Leben hier verlief. Ja, wir haben bis jetzt schon einige Briefe gelesen und auch sonst ihr Tape Decks gehört, benutzt, wie auch immer. Wir haben sehr viele Holzbalken quietschen, knatschen gehört, wie auch immer. Wir wollen einfach mal hier mit dem Tape Deck weitermachen und einmal zuhören. I often helped Viola in the schoolhouse. I enjoyed working with the children. We taught them reading, writing, scripture. Viola was one of the most faithful among us. If Anne was like the mother of the flock, Viola was the older sister. I remember one lecture she gave the children on the nature of hell that was so vivid, so unflinching, it had the kids in tears. I told her she was scaring them, and she said, "Good, they should be scared." Okay. Fand ich jetzt eher unwichtig. Warte mal, das war der 18.07., ne? 18.07. Ja gut, wir brauchen aber trotzdem einen Schlüssel. Huch. Um durch das Tor zu kommen, oder nicht? Ach, das war ein Tier. Gott. Können wir durch? Können wir durch. Die Türen sind etwas zu laut eingestellt, schätze ich mal. Denke ich mal. Empfinde ich so. Aber mit einem guten Kaffee im Bäuchlein stört uns das recht wenig. Hier ist angeblich ein robustes Schloss dran. Das wird nicht funktionieren. Oder können wir uns vielleicht. Nee, warum haben wir den Seitenschneider nicht mehr? Ich weiß es nicht. Ach so, genau, wir wollten ja zum, wie heißt es? Säuberungsraum. Das müsste irgendwo sein. In der Tat. Irgendwo wird es sein. Da hinten, das sind wahrscheinlich die Minen. Wo ist denn das Feld? Da ist das Feld. Was sind das denn hier? Oh, Baseball. Auch nicht schlecht. Doch klar, guck mal, das sind die Minen und dann ist das der Säuberungsraum. Da oben ist die Kapelle. Ich bin gespannt. Okay, anscheinend sind wir hier wirklich komplett alleine und es geht nur um die Story. Säuberung. Ja. Warte mal, was stand da? Ja, wahrscheinlich. Hä? Okay, wir müssen eventuell die Wohnwagen noch mehr durchsuchen. Ja, wahrscheinlich, ne? Ah, wir hätten echt in jeden Wohnwagen einmal reingucken müssen. Ich hoffe, dass mein Kaffeegetränk nicht stört, inklusive des Löffels in der Tasse. Aber hey. Okay. Ah. Mann, das nervt irgendwie. Okay. Okay. So, ich weiß nicht, ob es da gab es, glaube ich, auch einen Eingang. Aber egal, wir gehen erstmal hier durch. Wir wollen mal schauen. Wir haben uns die anderen Toiletten noch nicht angeguckt. Hier haben wir einen Schwangerschaftstest gefunden. Hier, ach so, das ist ein, ach, eine Dusche. Dusch, 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 dusch. Was haben wir hier? Schwester Lillian. Brauchen wir einen Schlüssel für?
Hier waren wir noch nicht. Die Tür ist, doch, hier waren wir, die Tür ist zugerostet, okay. Was haben wir hier? Ach, das war die Deichsel. Okay. Schwester Elena. Die Tür ist zugerostet. Hier waren wir drin. Hier haben wir Licht angelassen. Viola, Juliet und Lucas. So, was haben wir hier? Schwester Mary und John. Die Tür ist wahrscheinlich auch zugerostet. Zugerostet. Schwester Diane. Die Tür ist zugerostet. Ah, das kann ja was werden. Schwester Hope. Zugerostet. Mein Gott, was. Jo. Wer war hier? Achso, hier waren wir gerade. Da hatten wir alles durch. Ich bin mir gerade echt nicht mehr sicher, was wir machen müssen. Bruder Aaron. Zugerostet. Gut, wollen wir nochmal in die Dusche und die Toilette gehen? Hier haben wir nichts weiter. Da ist auch nichts. Wir stehen in der Toilette, okay. Alles klar. So. Ach, ich dachte gerade, da steht einer. Verdammt. Falsche Seite. Achso, hier waren wir gerade. Bruder Earl. Der gute Earl. Ja, hier kommen wir zwar rein, aber es gibt nichts weiter hier drin. Bruder Peyton. Ja, das sehe ich auch nicht wirklich, wie uns das weiterhelfen soll. Bruder Chris. Christopher. Ja, da ist, glaube ich, keiner mehr drin. Huch. Bruder Lennart. Das gibt es nicht. Ich weiß nicht, ich bin jetzt gerade echt ein bisschen. Josiah? Vance? Also, Henry? Auch zu. Ich verstehe es gerade nicht ganz. Janine? Diane? Ich glaube, hier waren wir schon, ne? Hier waren wir schon. Hilfe? Naja, gut, dann würde ich sagen, wir gehen erstmal zur Kapelle. Oder? Ich weiß es gerade echt nicht. Ich werde einfach mal eben da oben gucken. Ah, lecker Kaffee. Ich gehöre übrigens auch zu einer Sekte. Die anonyme Kaffee Genießer-Sekte. Tor, Schloss der Kapelle unter. Wir brauchen Schlüssel. Wir brauchen ganz viele Schlüssel. Ich weiß nicht, wo wir diese Schlüssel finden. Ich weiß es einfach nicht. Kommen wir da rein? Schlüssel, in denen das Wort Generator. Ja gut, aber wir haben die Generator schon alle. Da brauchen wir auch einen Schlüssel für. Habe ich irgendwo einen Schlüssel übersehen? Anscheinend, ne? Warte mal, oder habe ich da, oder sind die alle da drin und tot und wir decken gerade diesen Selbstmord auf? Das wäre natürlich etwas krass.
Das wäre krass. Okay. Hier haben wir nirgendwo etwas, ne? Hier ist nichts. Können wir mit dem Trecker hier vielleicht irgendwelche Türen auffahren? Nee. Können wir nicht. Gehen wir hier nochmal gucken. Jacke untersuchen. Nichts mehr übrig, okay. Warte mal. Oder hier nochmal gucken. Andrews Tagebuch, bla bla bla. Okay. Ich sehe kein Müsli. Da ist einfach nichts, da ist nichts mehr. Aber wir haben doch jetzt auch jedes Haus einmal kontrolliert, oder? Wir haben jedes Haus einmal durchsucht, beziehungsweise geguckt, ob wir reinkommen. Na, verdammt. Verdammt. Ich bin echt gerade ein bisschen ratlos. Wir laufen jetzt schon 10 Minuten rum und haben noch nichts geschissen gekriegt. Ah, schade. Ah, warum kann man nicht springen? Vielleicht haben wir ja hier noch irgendetwas übersehen. So, hier hatten wir zwei Schlüssel, ne? Hier waren zwei Schlüssel. Nein. Wir hier irgendetwas übersehen? Warte mal, wir machen mal Licht an. So. Wenn ein Weib ihres Leibes Blutfuß, was? Die soll 7 Tage unrein geachtet werden. Wer sie anrührt, der wird unrein sein bis auf den Abend. Und alles voraus, worauf sie liegt, solange sie ihre Zeit hat und worauf sie sitzt, wird unrein sein. Und wer ihr Lager anrührt, der soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Und wer anrührt irgendetwas, worauf sie gesessen hat, soll seine Kleider waschen und sich mit Wasser baden und unrein sein bis auf den Abend. Was zur Hölle? Also wenn Frauen ihr... Du siehst müde aus. Ja. Kann gut sein. Ist ja auch schon spät, ne? Also. Dann mal hier. Bibel sich da lesen. Spricht Jesus zu ihnen: Wer gewaschen ist, bedarf nichts, denn die Füße waschen, sondern er ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Ergibt für mich keinen Sinn. Ich sehe immer noch müde aus. Scheiße. Ja, hier haben wir nichts mehr. Hier waren die Bilder. Das haben wir Pinwand untersuchen. Lernt die neuesten Mitglieder der Herde kennen. Heißt sie mit offenen Armen und offenem Herzen willkommen. Mein Name ist Christopher. Ich komme aus Flagstaff. War vorher Bauer und hoffe, meine Expertise zur Verfügung zu stellen, um die Herde zu ernähren. Fun Fact. Ich halte den Rekord für die meisten blauen Bänder bei der Arizona State Fair Livestock Competition. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin Viola. Meine beiden wunderbaren Kinder, mein Sohn Lukas und meine Tochter Juliet, kommen aus Fresno. Ich werde bei der Erziehung unserer Kinder nach dem Vorbild des Herrn helfen. Fun Fact: Ich bin in Vancouver geboren, also bin ich technisch gesehen auch Kanadierin. Hallo, ich bin Peyton. Ich komme aus einer kleinen Stadt in Oklahoma, von der ihr wahrscheinlich noch nie gehört habt. Ich hatte einen Lebensmittelladen in der Stadt, aber seit er geschlossen wurde, suche ich nach etwas mehr. Pater James hilft mir, das zu finden. Fun Fact: Ich war eine Zeit lang in der Marine. Jo. Hallo Freunde, ich bin Candice. Ich liebe das Kochen und Basteln, also hoffe ich, dass ich helfen kann, die Herde zu beleben, damit wir sein Wort einhalten können. Fun Fact: Ich spreche 3 Sprachen. Es ist ein sehr funniger Fact. Ich bin sehr... Entschuldigung, ich war kurz abgelenkt. Ich bin sehr zerfand, gefand von diesem Fact. Ich bin Josiah und ich bin euch und dem Herrn so dankbar, dass ihr mir nach Jahren des Lebens auf der Straße ein Zuhause gegeben habt. Ich habe endlich das Gefühl, eine Familie zu haben. Fun Fact: Leer, er ist anscheinend kein funny Jung.
Hallo, ich bin Lillian. Ich war Studentin an der USC, bevor ich abgebrochen habe, weil ich die Belehrung nicht mehr ertragen konnte. Ich habe nach der Wahrheit gesucht und sie dort nicht gefunden. Jetzt weiß ich, dass ich an der falschen Stelle gesucht habe. Fun Fact: Ich war in den letzten 3 Jahren auf 4 Kontinenten. Es ist der Wahnsinn. Mein Name ist Vance. Ich habe die Lügen der Kirche meiner Eltern durchschaut. Sie haben unsere Köpfe mit Blasphemie gefüllt. Jetzt sehe ich die Wahrheit wegen Peter James, Pater James. Fun Fact: Ich bin ein wirklich schneller Leser. Ich bin kein schneller Leser, wie man wahrscheinlich merkt. So, Schlüssel suchen. Schlüssel, Schlüssel, Schlüssel. Verschimmeltes Geschirr. Verschimmeltes Geschirr. Verschimmeltes Geschirr. Verschimmeltes Geschirr. Tür öffnen. Haben wir hier vielleicht irgendwas übersehen? Utensilien, Dekoration, Getreide und so weiter. Tonnenweise Müsli-Schachteln, aber nichts von dem zuckerhaltigen Zeug. Ja, gut, das ist natürlich, ne, also Zucker ist nicht gut. Stapel von Kartons, in denen alles aufbewahrt wird, von Hefegläsern und Marmeladen bis hin zu Papptellern und Ersatzglühlampen. Es ist der reine Wahnsinn. Da hatten wir. So, was haben wir da? Nichts. Es ist immer noch der reine Wahnsinn. Ich bin begeistert. Das hatten wir, glaube ich, alles schon gelesen, ne? Habe keine Ahnung, was wir hier machen müssen. Das gibt's doch gar nicht. Gibt's hier vielleicht noch irgendwie einen Tipp? Den Willen, die Herrlichkeit gesegnet sind, wird er uns bla bla, seine Gnade, wenn wir in den Himmel kommen, was für ein Tag der Freude, das wird sein. Wenn wir alle Jesus sehen, werden wir singen und den Sieg hinausschreien. Während wir gehen, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, auf der Herrlichkeit werden wir das auf zum Preis vor uns, bald werden wir. Nö. Keine Ahnung, da ist nichts mehr drin. Auf. Verstehe es nicht. Verdammte Axt. Habe ich irgendwo einen Schlüssel übersehen? Kann doch jetzt echt nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Okay. Ganz ruhig. Was? Liliens Wohnwagen. Ah, wo kriegen wir denn da den Schlüssel für? Ich schwöre euch, wenn der hier irgendwo versteckt ist, ne? Und ich den einfach nur übersehen habe. Dann raste ich aber aus. Julia und Ellie. Ja, können wir rein. Haben wir hier irgend etwas übersehen? Ist in dem Teddy ein Schlüssel drin? Da ist kein Schlüssel. Das war uns zurechtzukommen, zu erkennen, bla bla bla. Nein. Warte mal, hier war doch. War das da? Werde ich dich heute am Alternativen im Pfarrhaus sehen? Komm zeitig, wir haben viel zu besprechen. Wisse, wann ich meine erste Vision erhielt und du wirst den Code kennen. Ja, aber wir brauchen doch einen Schlüssel. Hä, bin ich doof? Ja, Leute, was ist hier los? Zugerostet, das ist alles zu.
Alles. Was haben wir hier? Das ist auch, das ist. Ja, gut, es ist einfach alles zu. Ich bin gerade ein bisschen. Also, ne? Es ist ein bisschen. Da ist nichts drin. Hierfür brauchen wir auch einen Schlüssel. Ich habe absolut keine Ahnung, wo ich noch einen Schlüssel herbekomme. Vielleicht ist irgendwo vorne bei einem Lagerfeuerplatz was. Oder vielleicht ist irgendwem beim Footballspielen ein Schlüssel aus der Tasche gefallen. Guck mal, das sieht doch aus wie Bänke. Haben wir auf. Ey, komm schon. Das kann's doch jetzt echt nicht sein. Ernsthaft. Ach so, das ist der Weg. Ach so. Wirklich, ich verstehe es nicht. Ich fühle mich gerade ein bisschen dumm. Aber nur ein bisschen. Ich hoffe mal, dass es ein Haufen Dreck ist und keine Gräber, keine Grabhügel. Leute, ich habe absolut, ich weiß es nicht. Ich bin gerade ein bisschen hilflos. Ich werde die Folge hier jetzt auch beenden. Ich werde neben den Aufnahmen noch mal ein bisschen hier rumlaufen und gucken, ob ich was finde. Aber ich weiß es nicht. Verdammt. Aber egal. Ey, wie immer, mega dickes Dankeschön für die Unterstützung und auch fürs ganze Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet zumindest die letzten beiden Folgen Spaß. Diese Folge ist ein bisschen. Ne? Ihr wisst, was ich meine. Wie gesagt, vielen Dank. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.